Sie holten alle jungen Frauen ab und brachten sie in die Liebeslager, um sie zu schwängern, in dem Glauben, dass sie eine Supermenschheit hervorbringen werden. Sie haben 100 Millionen Dollar investiert. Momentan werden diese Dinge von kommerziellen Kräften vorangetrieben. Wenn wir derart an der grundlegenden Lebenssubstanz herumdoktern, werden wir einen Preis zahlen. Schau ein Herumbasteln an den Grundlagen des Lebens. Wenn du alles davon wüsstest, wäre es vielleicht in Ordnung, ein paar Dinge zu tun. Aber im Moment werden diese Dinge von kommerziellen Kräften vorangetrieben. Sie haben 100 Millionen Dollar investiert. Sie haben es eilig, es so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, weil sich Dinge für sie anhäufen. Das ist nicht die Art, solche Dinge zu tun. Diese Art von Dingen müssen wir, wenn überhaupt, so tun, dass es keinen Druck gibt, es zur Anwendung zu bringen, ohne wirklich 100% sicher zu sein, was wir damit tun. Nun, wovon wir in dieser ganzen Sache ausgehen, ist, wir denken, wenn man gute Gene hat, wird man als ein fantastischer Mensch herauskommen. Das bedeutet, du bist ein verdammter Rassist. Das solltest du verstehen. Adolf Hitler betrieb damals sogenannte Liebeslager, weil er glaubte, dass seine deutschen Soldaten, die angeblich arisch oder was auch immer sein sollten, das bestgezüchtete Volk sind. So kam es, dass sie in ganz Europa alle jungen Frauen aufgriffen, sie in die Liebeslager brachten, um sie zu Hunderten von den deutschen Soldaten schwängern zu lassen. In dem Glauben, dass sie eine Supermenschheit hervorbringen werden. Nein, du hast vielleicht, egal was, dein Vater kann wie ein Stier gebaut sein und du denkst, das sind tolle Gene. Das bedeutet nicht, dass du einen großartigen Menschen hervorbringen wirst. Nein, das Leben funktioniert so nicht. Sie lassen alles andere außer Acht. Als deine Mutter dich im Mutterleib trug, mit äußerster Liebe und was das mit dem Kind gemacht hat, hast du vergessen. Du denkst, es ist nur dumme Genetik, die alles macht? Schau nur, in der gleichen Familie geboren, von den gleichen Eltern, sind Kinder die gleichen, gleiche Genetik, Unsinn? Einer ist dort, einer ist hier. Ist es nicht so? Wir vernachlässigen also die Auswirkung des Bewusstseins, die Auswirkungen der menschlichen Emotionen, des menschlichen Denkens, die von uns geschaffene Atmosphäre. Davon ist also nichts relevant, nur Genmanipulation. In Indien gab es eine große Kontroverse über gentechnisch veränderte Pflanzen. Zunächst kam die gentechnisch veränderte Baumwolle, dann die gentechnisch veränderte Aubergine. Ich habe versucht zu verstehen, was das ist. Eines der großen Unternehmen, die das machen. Ich traf also diesen Mann und fragte ihn, worum geht es da? Was ist es, das ihr manipuliert? Alles, was sie tun, ist, beim Gemüseanbau besteht vor allem das Problem, dass, wenn man Gemüsekulturen anbaut, die nur von kurzer Dauer sind, 3 bis 6 Monate, was immer die Lebensspanne dieser Pflanze ist. Um den maximalen Ertrag zu erzielen, ist eines der größten Hindernisse die Käfer und die anderen Dinge, die etwas fressen müssen. Sie machen sich an die Pflanze heran. Sie kommen normalerweise nicht wegen des Gemüses, sie mögen das Blatt. Das ist eine gute Partnerschaft zwischen uns und ihnen. Sie essen das Blatt, wir essen das Gemüse. Aber wenn sie zu viele Blätter essen, dann wird es nicht viel Gemüse geben. Das ist unser Problem. Wir haben also versucht, sie mit chemischer Kriegsführung zu bekämpfen. Wir besprühen den gesamten Bereich. Das Verantwortungsloseste, was wir auf dem Planeten getan haben, ist, dass unsere Flugzeuge Insektizide versprüht haben, die einfach alles töten. Um das zu vermeiden, weil wir gesehen haben, dass es schlecht ist, dachten wir nun, worauf auch immer der Käfer in diesem bestimmten Blatt aus ist, das nehmen wir mit Hilfe der Gentechnik weg. Oder wir lassen es für den Käfer bitter schmecken. Siehst du, der Käfer hat Geschmack.
Der Käfer will dieses Blatt fressen, weil es saftig ist. Dafür ist es nahrhaft. Also macht man es bitter. Das Blatt wird bitter, nicht das Gemüse, nur das Blatt. Dadurch wird der Käfer nicht mehr in der Lage sein, das Blatt zu fressen. Aber dann dachte ich, ist das eine dauerhafte Lösung? Er sagte, nein, Satguru, jede Saison müssen wir es umgestalten. Denn innerhalb von 3 Monaten wartet der Käfer mit einer neuen Lösung für sich auf. Er wird lernen, wie man Bitterkeit in guten Geschmack umwandelt. Jetzt muss man es erneut umgestalten. Was also langsam passiert, ist, dass man in 8 bis 10 Jahren genetische Manipulation an, sagen wir, einer bestimmten Pflanze einen Superkäfer hervorbringen wird, mit dem man eines Tages nicht mehr umgehen kann. Der Käfer wird so vielseitig, dass man vielleicht nichts mehr hat, um diesen Käfer zu töten oder diesen Käfer auszuweichen. Der Käfer entwickelt sich also schneller als deine Intelligenz, weil es um sein Überleben geht. Er entwickelt sich schnell weiter und verändert sich. Deshalb sagte ich, wird der Käfer nicht immer stärker? Er sagte, ja, es ist erstaunlich, wie stark sie werden. Was wird also innerhalb von 50 Jahren passieren? Du wirst Käfer haben, mit denen du nicht umzugehen weißt. Wenn der Käfer seine Geschmacksknospen verändern kann, der Käfer kann dieses und jenes verändern. Angenommen, weil du all dies tust, wird er eines Tages beschließen, dass er so groß werden wird. That little bug became like this. Jene kleine Käfer ist so geworden. Then what will you do? Was wirst du dann tun? Is it a possibility? I asked him. Ist es eine Möglichkeit, fragte ich ihn. Er hat sich sehr in diese Dinge vertieft. Er sagte, wir können nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Es ist möglich. Eines Tages könnte der Käfer beschließen, dass diese Größe und diese Art, Dinge zu tun, nicht gut ist. Wenn er so groß ist, wenn er so groß werden würde, dann wird es ein völlig anderes Spiel sein. Wir mischen uns also mit bruchstückhaften Informationen in die Dinge ein. Wir kennen nicht das gesamte Bild davon, wie genetisches Material entsteht, nicht nur in Menschen, in allem um uns herum. Angenommen, man manipuliert die Genetik. Das ist eine Möglichkeit, von der einige Wissenschaftler sprechen. Eine manipulierte Genetik bedeutet, sagen wir es ist so, deine Tante hatte Krebs, ihre Mutter hatte Krebs, deine Großmutter hatte Krebs. Daher werden wir deine Genetik so manipulieren, dass du keinen Krebs bekommen wirst. Das ist die Idee hinter dieser Manipulation. Mit dieser Manipulation ist es sehr gut möglich. Und ich denke, dass es sich bereits auf so viele verschiedene Arten manifestiert. Eine Sache ist, dass die Allergiewerte sehr stark ansteigen können. In den Vereinigten Staaten gibt es so viele Menschen, die allergisch auf Sonnenlicht reagieren. Allergisch gegen Laktose, Milch. Allergisch gegen unsere Erdnuss. Allergie bedeutet, ich wusste das nicht, Sie haben es im Flugzeug erklärt. Sie gaben mir im Flugzeug eine lausige Macadamia-Nuss und ich sagte, ich werde diese Nuss nicht essen. Haben Sie Erdnüsse oder Peanuts oder wie immer Sie sie nennen? Nein, nein, das ist nicht in diesem Flugzeug, weil es eine Person gibt, die allergisch ist. Wenn er allergisch ist, das ist mein Problem. Nicht so, wenn Sie die Packung öffnen, wird er sterben. Wirklich? Wenn man einfach hier das Päckchen öffnet, der Mann sitzt irgendwo anders, nur der Geruch davon, er wird ersticken und sterben. Kann man das übertreffen? Das ist nicht unbedingt wegen genetischer Veränderung in der Person, aber Substanzen, Chemikalien und anderes, die in das System gelangen, bewirken diese Dinge. Eine der Möglichkeiten ist also, dass man auf die Luft, die man atmet, allergisch werden kann. Das ist gut, denn wenn ich Sauerstoffspeicher herstelle, halte ich das für eine sehr gute Marktentwicklung. Denn ich werde Millionen von diesen Dingen verkaufen. Wer hat dir gesagt, dass du 3-4 Liter Wasser am Tag trinken musst? Diejenigen, die Wasser verkaufen. Yes. Ja. Nein, nein, Ärzte sagen das.
Diejenigen, die trinken, wenn sie jetzt 3-4 Liter Wasser pro Tag trinken, auch wenn es kühle Luft ist. Deshalb haben wir mehr Toiletten als 300 Millionen Leute haben wir, aber wir haben 600 Millionen Toiletten, weil man überall gehen will. Niemand hat jemals diese Art von Wasser getrunken. Selbst in einem tropischen Land, in dem es viel wärmer ist, trinkt man Wasser nicht so. Nur in Amerika, in der Kälte, in New York ist es kalt. Du wirst Menschen mit Wasserflaschen gehen sehen, als ob die Stadt plötzlich zu einer Wüste werden und es kein Wasser mehr geben wird und etwas passieren wird. Das liegt daran, weil es kommerzielle Interessen gibt. Jemand sagt, wenn man Kaffee trinkt, bekommt man keinen Herzinfarkt. Jetzt sagt jemand, wenn man Kaffee trinkt, bekommt man Krebs. Das sind andere Dinge. Aber wenn wir derart an der grundlegenden Lebenssubstanz herumdoktern, werden wir einen Preis zahlen. In welcher Form, wissen wir nicht. Es ist gut. Die Wissenschaft erforscht all diese Dinge. Das ist wunderbar. Wir müssen erforschen. Aber diese verfrühte Nutzung dieser Dinge wird unweigerlich stattfinden, wenn es kommerzielle Interessen gibt. Es gibt nun keine Möglichkeit, das zu verhindern.